Die erste Frage kommt von Paar Seifert. Er fragt, gendern ja oder nein? Nein. Als jemand, der Sprache liebt und gern damit spielt, das ist für mich Selbstverstümmelung. Also was ich mit Selbstverstümmelung meine, ist, dass wir unsere Sprache verstümmeln, dass wir uns selbst das Leben schwer machen, dafür, dass wir sagen können, wir sind die Guten. Und bis dahin ist immer noch nichts getan, sondern es wurde einfach nur sprachlich hier und da ein bisschen rumgedoktort und dabei der Sprechfluss zerstört, der Schreibfluss zerstört, der Lesefluss zerstört. Also wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, Lehrer, Schüler, Ärzte, Professoren, dann steht für mich die Tätigkeit, die Arbeit im Vordergrund und nicht das Geschlecht. Aber wenn sich ein Sachverhalt auf das Geschlecht bezieht, dann bin ich dafür, dass man im Plural von Lehrerinnen und Lehrern spricht, von Ärztinnen und Ärzten. Aber das Sternchen lehne ich komplett ab. Es steht für eine Agenda. Und über diese Agenda werden wir demnächst eine Recherche veröffentlichen auf diesem Kanal. Lionel 953 fragt, wer ist dein größter Kritiker? Kritikerin, meine Frau, die ihr gerade hört. Sie feiert das, was ich tue, steht hinter mir, in jeder Sache, hat Unfassbares geleistet und erlebt und ertragen. Aber wenn es darum geht, Inhalte zu bewerten, zerstört die mich. Also, sie baut mich auf, zerstört mich. Ich werde geerdet, nicht nur geerdet, sondern beerdigt. Dankeschön. Jemand, der nicht genannt werden möchte, fragt, was sind die Grenzen von OpenAI und ChatGPT? Also natürlich ist diese KI, mit der wir jetzt zu tun haben, noch nicht so ausgereift. Das wird sich noch weiterentwickeln. Aber ganz allgemein gesagt, ich bin der Meinung, dass diese Systeme interessante Antworten liefern können. Ich arbeite auch ab und zu damit. Natürlich sind die sehr fehlerhaft und auch teilweise sehr eingeschränkt in dem, was die sagen. Aber sie können interessante Antworten liefern, aber aus meiner Sicht nicht die richtigen Fragen stellen. Denn dafür braucht man Seele. Mark T. fragt, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann selbst einen Stein erschaffen, den er nicht tragen kann? Also auf diese Frage habe ich schon mal geantwortet in dieser Elon Musk Reaction, aber ich versuche es mal anders zu beantworten. Nehmen wir an, du bist ein Programmierer, also der Macher von einem Spiel, okay? Und jemand kommt zu dir und sagt, wenn du dieser allmächtige Erschaffer dieses Spiels bist, kannst du im Spiel einen Stein erschaffen, den du nicht tragen kannst? Was würdest du antworten? Also ich würde antworten, bist du ein bisschen dumm? Jemand, der nicht genannt werden möchte, fragt, was macht die LGBTQ-Agenda in deinen Augen gefährlich? Also sie reduziert den Menschen auf die Sexualität, macht ihn fest an eine Kategorie und tut so, als wäre das der wichtigste, der größte Ausdruck für das Menschsein, für die menschliche Existenz und sorgt dafür, dass es zu einer Normalisierung kommt, zu einer Verrohung kommt. Besonders wenn es um Erziehung geht und das Lehren geht, dann bin ich der Meinung, dass diese Agenda dafür sorgt, dass unsere Kinder sehr früh mit Sexualität konfrontiert werden, auch in einer Phase, wo sie sich noch nicht selbst entdeckt und erkannt haben. Und das führt mehr zu Verwirrung als zu einer Orientierung. Und was ich sehr gefährlich finde, ist, besonders in dieser Phase der Pubertät und in dieser Phase, wo Kinder Identitätsprobleme haben, kommt diese Kategorie von Genderfluide. Menschen können und sollen sich nicht entscheiden. Auch wenn es ein therapeutisches Problem ist, wird es nicht therapeutisch angegangen. Also nicht so, dass es jemandem hilft, sondern vielleicht noch mehr diese Identitätsprobleme verstärkt. Jegliches Problem auf ein Problem mit der Sexualität reduziert. Es geht hier nicht darum zu sagen, dass Menschen, die sich zu dieser Bewegung bekennen, gefährlich sind, sondern sie wissen selbst nicht, wofür sie da instrumentalisiert werden, fällen aufgrund dieser Ideologie Entscheidungen, die sie vielleicht später bereuen werden. Aus meiner Sicht macht diese Agenda auch noch gefährlich, dass sie eine Verbindung eingeht mit dem großen Wunsch der Menschheit,
die Überwindung des Menschen, der Transhumanismus. Aber dazu, wie gesagt, mehr in dieser Recherche, die bald erscheinen wird. Louis C.A. fragt, sollten wir soziale Medien meiden? Ja, es ist schwer für die meisten Menschen, soziale Medien komplett zu meiden. Also für viele ist das eben auch ein Weg, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Kann man natürlich hinterfragen, ob diese Kommunikation zielführend ist, ob die effektiv ist oder ob sie uns durch viel zu viel Kommunikation irgendwie isolierter macht, weil keine Tiefe in der Beziehung aufkommt. Aber ich würde sagen, soziale Medien erfüllen oder füllen oder befriedigen ein Bedürfnis, das der Mensch tief in sich hat. Und dieses Bedürfnis ist, er möchte gehört werden, er möchte gesehen werden. Und das muss man, glaube ich, in sich selbst erkennen. Ja, es gibt ein sehr spannendes Buch dazu von Hartmut Rosa, das heißt Resonanz. Und da geht es darum, dass wir etwas suchen, worin das, was wir sagen und was wir tun, sozusagen bewahrt wird. Ja, dass wir eine Art Antwort davon bekommen. Das war in der früheren Zeit, war das Religion, war das Gott. Hartmut Rosa spricht auch davon, dass Kunst so etwas füllen kann oder die Natur. Sie antwortet uns ganz individuell. Und das ist eine Sache, die wir brauchen. Auch wenn die Antwort da natürlich nicht so klar ist. Bei Social Media ist es eben so, dass die Antwort sehr klar ist und sehr deutlich ist, aber wir kennen die Schattenseiten. Wir kennen die Schattenseiten in Form von Depressionen und Ängsten und anderen Krankheiten, die wir entwickeln, wenn wir uns vergleichen und wenn wir süchtig werden nach Likes. Ich würde nicht darauf plädieren, dass man eine Sache komplett meidet. Sie gehört dazu, wir können sie nicht aufhalten. Unsere Kinder werden das konsumieren. Man muss es schaffen, ein Leben daneben zu haben und eine Art Bescheidenheit oder einen Minimalismus zu leben, was unsere Apps betrifft. P2050 fragt, würdest du nochmal für eine große Zeitung in Deutschland arbeiten? Also für eine große Zeitung nicht. Für keine Mainstream-Zeitung, also das, was wir unter etablierte Massenmedien verstehen. Da wären mir die Einschränkungen, besonders nach der Erfahrung mit YouTube, viel zu groß. Das Einzige, was mich reizen würde, ist ein Investigativressort, weil ich weiß, dass da in der Recherche zumindest, auch wenn es nicht bis zur Veröffentlichung reicht, die Freiheiten so groß sind, dass man in jede Richtung recherchieren kann. Und ich kenne da auch Kollegen, die da ihre Freiheit leben. Aber trotzdem, ab einem gewissen Punkt würde man mit einer Schere im Kopf arbeiten und das stört mich extrem. Also dass man immer weiß, im Hinterkopf hat, mit dieser Information kann ich nicht raus, die muss ich zurückhalten. Das heißt, wenn es mal irgendeine Zeitung geben sollte in Deutschland, die, sagen wir mal, ideologiefrei ist, also nicht dieses Spiel mitmacht von links gegen rechts, rechts gegen links, dann wäre ich vielleicht dabei. Aber da müsste ich wissen, wer sind die Geldgeber und wer sind meine Kollegen und so weiter und so fort. Also ich genieße meine Freiheit sehr, auch wenn sie teilweise sehr belastend ist, finanziell sehr belastend ist, aber auch von dem Druck, ja, von dem Gegendruck, von der Kritik und so weiter. Jemand, der nicht genannt werden möchte, fragt, welche Erfahrungen haben deine Sicht auf die Weltpolitik geprägt? Also das war als erstes 9/11. Da wurde ich natürlich in der Schule konfrontiert mit all den Ressentiments, die dann entstanden sind, Vorurteile. Also was mich viel stärker geprägt hat, ist die Zeit danach. Also diese Kriegslüge von den Massenvernichtungswaffen im Irak und all die Kriege, die dann danach gefolgt sind, die blutigen Kriege in Libyen, in Somalia, in Afghanistan, in Syrien und so weiter und so fort, also die Destabilisierung des Nahen Ostens. Was mich natürlich auch geprägt hat, ist dieses ewige Verbrechen, das ständig andauert, ja, das in Palästina. Aber das Traurige dabei ist, dass egal wie gut diese Verbrechen inzwischen dokumentiert sind, diejenigen, die das zu verantworten haben, werden immer dreister und diejenigen, die mit diesen Informationen konfrontiert werden, also wir Konsumenten, Rezipienten, wir stumpfen ab. Und das löst einfach bei sehr vielen Menschen gar nichts mehr aus, wenn sie
von diesen Verbrechen hören, besonders wenn es um Palästina geht zum Beispiel. Da sind dann diejenigen, die am lautesten dagegen aufbegehren, die selbst betroffen sind oder deren Familien betroffen sind. Und das finde ich traurig, das finde ich schade. Ja, was mich dann auch prägt, immer wieder sind eben diese Kriege, die passieren und diese globalen Machenschaften. Und wir wissen, wer es tut. Und trotzdem stehen wir auf der Seite derjenigen, also ich jetzt nicht, aber die Masse, die Mehrheit steht auf der Seite derjenigen, die ja, sich als Weltbeherrscher, als Weltpolizisten aufspielen. Und wenn ich dann in Afrika war, vor ein paar Monaten, dann erschüttert mich das immer wieder zu sehen, dass wir gar nicht wissen, warum wir diesen Luxus leben, auf welchen Rücken wir diesen Luxus aufgebaut haben. Und wie viel Leid wir noch mit unseren Entscheidungen, wie wir leben, wie wir uns verhalten, in anderen Teilen der Welt auslösen. VfL Bochum fragt, daher kannst du mit Grenzgänger deine Miete zahlen oder bist du noch auf andere Arbeit angewiesen? Also leider kann ich noch nicht allein von diesem Kanal leben, deswegen muss ich nebenher noch arbeiten. Und ich wünschte, das wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte all meine Zeit für diesen Kanal aufwenden. Viele fragen sich immer, ja, warum kommen nicht weitere Videos? Warum kommt das immer so selten? Ich hoffe, das ändert sich. Floppy Akkad fragt, was denkst du zu deiner Reichweite und wie zahlenunabhängig ist dein Ziel mit dem Kanal? Selten so gute Produktionen, so zwischen Viralität und Shadowban bis Zensur schwanken sehen. Also erstmal freut es mich, dass dir unsere Videos gefallen. Was unsere Reichweite angeht, ist mir immer bewusst, dass diese Reichweite nicht unsere Reichweite ist. Das ist leider so, das ist seit ungefähr 10 Jahren mittlerweile auf YouTube so, dass die Reichweite nicht in der Kontrolle der Creator ist. Also unsere Reichweite gehört immer noch einem Konzern. Und dieser Konzern schränkt bestimmte Inhalte, die Verbreitung bestimmter Inhalte ein. Und bestimmte Inhalte werden forciert oder werden gepusht. Klar ist es wichtig, dass für das Sponsoring eine gewisse Schwelle da erreicht wird. Ja? Also keine Ahnung, 100.000 Abonnenten oder 500.000 Abonnenten. Das ist wichtig dafür. Das ist wichtig für den Eindruck. So ist das leider. Wenn Menschen auf ein Video kommen oder auf einen Kanal kommen, sie neigen eher dazu, ein Video zu feiern oder einen Kanal zu feiern oder sich überhaupt dafür zu öffnen, damit sich auseinanderzusetzen. Wenn sie sehen, dass dieser Kanal oder dieses Video ein großes Publikum hat. Und weil wir wissen, dass unsere Reichweite nicht in unserer Kontrolle ist, versuchen wir uns auf verschiedenen Plattformen parallel zu etablieren. Also wir haben Spotify, wir haben Substack, das ist der Kanal für meinen Journalismus, sozusagen als Ergänzung zu diesem Kanal, wo man direkten Draht zu den Lesern oder zu den Konsumenten aufbauen kann. Und genauso ist es mit Patreon oder Mitgliedschaften bei YouTube. Also je mehr wir einen eigenen selbstständigen Kreis aufbauen können, der unabhängig von diesen Konzernen ist, oder eben, dass wir Firmen unterstützen, Plattformen unterstützen, die diesen direkten 1:1-Draht ermöglichen, desto einfacher werden wir es langfristig haben. Das heißt, es ist schon wichtig. Aber wenn es um meine persönlichen Ziele geht, ja, ich wünsche mir schon länger eine Plattform zu sein, die es ermöglicht, dass Leute, die gute Ideen haben, die kreativ sind, die mutig sind, diese Reichweite nutzen können für sich. Also es sollen nicht nur Videos von mir auf diesem Kanal erscheinen, sondern von vielen anderen Menschen. Und ich bin da mit sehr vielen Leuten parallel am Plan. Leider dauert das immer alles. Menschen sind unterschiedlich, brauchen ihre Zeit. Für mich wäre das am liebsten schon gestern losgegangen. Linlow fragt, warum wird in Darf ich fragen gesiezt? Also das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme, weil es ungewöhnlich ist für YouTube, dass man sich siezt. Ich bin auch im Privaten der Meinung, dass man sich nicht siezen sollte, dass es so eine unnötige Distanz aufbaut. Das Siezen hat für mich auch wenig mit Höflichkeit zu tun, sondern eher damit, man kennt sich nicht und man will sich nicht zu nahe kommen. Aber warum sieht sich trotzdem in dieser Sendung? Das hat damit zu tun, dass mir aufgefallen ist bei Interviews, dass
Interviewpartner oder auch Interviewer oft dieses Du wählen. Der Interviewer möchte zeigen, wie nah er dem Interviewpartner ist, und der Interviewpartner, der benutzt das Du als Notanker, wenn er mal nicht weiter in die Tiefe gehen möchte, und sozusagen suggerieren kann, du weißt ja, was ich meine. Und ich mag diesen Moment, diesen Druck, der da ist, wenn du weißt, der andere, der ist auf Distanz zu mir und der wird mir jetzt nicht helfen. Und der wird nicht alles verstehen. Und freundschaftlich und mir wohlgesonnen sein in jedem Moment, sondern er möchte es wirklich wissen. Und das, was ich sage, hat Bedeutung. Wenn ich jemanden sieze, versetzt es ihn sofort in dieses Gefühl, das, was ich sage, ist von besonderem Wert. Viele sagen mir, sie wurden lange nicht mehr gesiezt oder sie werden nie gesiezt. Und bei denen funktioniert dieses Siezen noch besser im Gespräch, als Leute, die ständig gesiezt werden. Da hat das natürlich einen kleineren Effekt oder gar keinen Effekt. Ja, ich mag auch im Interview einfach dieses völlige Ausgeliefertsein, weil dann kommen die ehrlichen Antworten. Dann kann man sich schwerer verstellen. Man gibt sich mehr Mühe. 00187 fragt, was sind die schönsten und schlimmsten Nachrichten, die du bekommst? Also die schönsten Nachrichten, wenn jemand die Kunst hinter der Arbeit erkennt, wenn jemand erkennt, was es bedeutet, diesen schweren Weg zu gehen, also sich vom Mainstream und von dem Establishment abzuwenden und zu sagen, mir sind Werte wichtiger und weil ich die priorisiere, bin ich bereit, jede Konsequenz auf mich zu nehmen. Und was ich auch schön finde, ist, wenn mir Leute schreiben, was die Videos und die Botschaften bei ihnen bewirken. Wenn jemand sagt, das hat sein Leben verändert, was ziemlich oft kommt. Oder wenn jemand sagt, er hat sich so alleine gefühlt oder er dachte, dass er verrückt ist. Ja. Oder dass er ja nicht mehr klarkommt mit der Welt. Und das hat ihm irgendwie Sicherheit gegeben oder das hat ihm irgendwie Frieden beschert. Und die schlimmsten Nachrichten, die ich bekomme, sind eigentlich Unterstellungen. Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe dabei, jede Sache zu prüfen und nachvollziehbar zu gestalten, journalistisch alles dicht zu machen. Und wenn dann jemand kommt und einfach so sagt, Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker oder so, ja, das ist eine Sache, die mich schon sehr, sehr stört. Weil ich oft sehe, dass es so ein Reflex ist bei einigen, dass vieles, das, was ich präsentiere, Ängste auslöst, die Welt, an die man geglaubt hat, könnte erschüttert werden dadurch. Und das stört mich ganz oft. Oder wenn man mir vorwirft, ich würde Effekthascherei betreiben. Ja, das ist für mich so ein blödes Totschlagargument oder irgendwie Whataboutism oder so ein Mist, ja, wo man ja, über bestimmte Themen einfach nicht reden möchte und wenn jemand darüber spricht, wird ihm vorgeworfen, ja, den Diskurs zu verschieben, ja. Und für mich sind das aber blinde Flecken, die erzeugt werden, und das ist für mich super gefährlich, wenn es darum geht, nach Wahrheit zu suchen. Medien sagen uns, was wir denken sollen. Politik sagt uns, was wir denken sollen. Jeder versucht sozusagen für seine Interessen einzustehen, was ja berechtigt ist. Aber das Problem entsteht für mich erst dann, wenn du den Meinungskorridor immer weiter verengst. Also für mich entsteht das Problem erst da, wo es Eliten gibt, wo es ein Establishment gibt, was dafür sorgt, dass Andersdenkende es immer schwerer haben. Ja, medial hingerichtet werden. Und da gibt es für mich auch qualitativ keinen Unterschied zwischen dem echten Töten von Journalisten in Nordkorea, ja, oder dem medialen Hinrichten. Weil für mich ein Journalist erst Journalist sein kann, wenn er Journalismus betreibt. Und wenn man es ihm aber erschwert, Journalismus zu betreiben, dann ist das für mich ein Tod. Der Tod eines Journalisten.
Daniel K. fragt, wie stehst du dazu, dass wir historische Figuren, die problematische Ansichten haben, hinterfragen, ihre Statuen beseitigen und Straßen umbenennen? Wenn es Dichter und Denker sind, die in ihrem Werk ein Ressentiment, was zu der damaligen Zeit verbreitet war, oder eine Tradition, ein Verhalten, eine Norm, die damals sozusagen im Mainstream verbreitet war, rechtfertigen oder akzeptieren und das so nebenher passiert in ihrem Werk und das ganze Werk ist nicht durchsetzt davon, dann finde ich das total übertrieben. Also ich finde, dann sollten wir konsequent sein. Als erstes unsere Handys zerstören, unsere Kleidung zerstören und all dem, was uns umgibt, steckt sehr, sehr viel Akzeptanz für Unrecht drin, ja, für Sklaverei und für Tötung und für sehr, sehr viel Leid auf dieser Welt. Ich finde, Gedanken sind dann am Ende immer noch Gedanken. Das, was wir tun, sind tagtäglich Handlungen, die sehr konkrete Konsequenzen haben. Und wir sind uns selber gegenüber weniger hart, weniger kritisch als anderen gegenüber. Und deswegen finde ich das, wenn man Statuen von einem Gandhi jetzt zerstört, ja, der eigentlich hauptsächlich für einen friedlichen Widerstand steht, aber dann sagt, ja, er hat aber dies und jenes noch gemacht. Ich finde, man sollte sich in diesen Fällen darauf fokussieren, was jemand geleistet hat. Er ist ja ein Symbol für etwas und dann muss dieses Symbol im Vordergrund stehen. Und da kann man dann ruhig auch eine Sache stehen lassen. Man kann sie aber auch einordnen und stehen lassen. Und das geht meiner Meinung nach immer mehr verloren. Also man möchte gerne Leuten vorschreiben, wie sie über diesen und jenen Menschen zu denken haben. Und ich finde das falsch. Ich finde es besser, und deswegen mache ich auch, darf ich fragen, ich bin nicht mit jeder Person einer Meinung. Ich finde teilweise das, was einige Menschen, die ich interviewt habe, tun, gefährlich oder schlecht oder verwerflich auch. Aber ich bin der Meinung, wir sollten das nicht ausblenden. Diese Menschen gibt es, sie erreichen sehr viele Menschen, sie haben sehr viel Einfluss auf sie. Man sollte ihnen den Spiegel vorhalten, was ich mit meinem Format tue. Man sollte ihnen aber auch die Möglichkeit geben, sich selbst zu erklären. Und dann den Leuten, die das sich anschauen und zuhören, die Möglichkeit zu geben, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und unser Fernsehen, unsere Filme, unsere Unterhaltungswelt geht in eine andere Richtung, wird immer plakativer, immer platter in der Vermittlung von Botschaften. Jede Meinung wird vorgekaut und vorgesetzt und wir müssen sie einfach schlucken. Das Problem ist, wo fangen wir an? Also bei einer Sache ist es klar, wenn jemand zum Töten von anderen Menschen aufruft, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, so jemandem muss keine Plattform gegeben werden und so weiter. Aber wo fangen wir an bei Meinung? Und wer ist derjenige, der entscheidet, was die moralische Grundlage ist? Wir können es nicht einer politischen Ausrichtung in die Hand drücken, diesen Hebel. Oder irgendeiner sozialen Bewegung. Es geht nicht. Und das ist sowieso eine Sache, die verhandelt wird, immer wieder neu verhandelt wird durch eine Gesellschaft. Und die moralischen Maßstäbe verschieben sich ständig. Je nachdem, wie sozusagen Mehrheiten da sind oder geschaffen werden. Und ich bin der Meinung, so frei wie möglich sollten sich Menschen entscheiden dürfen. Sie sollten nur besser informiert werden. Also ich finde, auf diesem Markt von Meinungen und von Informationen sollte jeder die Möglichkeit haben, seine Version anzupreisen. Natürlich muss es Grenzen geben. Diese Grenzen sind, wenn jemand zu Gewalt aufruft und jemand zum Mord aufruft. Aber alles andere muss so frei wie möglich von dieser Machtausübung präsentiert werden können. So ist es aber nicht. Tatsache ist, dass es bestimmte Eliten gibt, die Einfluss ausüben auf Medien, auf Fernsehen, auf Unterhaltung, auf Zeitung, auf Radio, auf all das, was wir konsumieren und dafür sorgen, dass wir nicht frei nach Wahrheit suchen können. Hinzu kommt natürlich, wie lernen wir überhaupt die richtige Entscheidung zu fällen? Wie lernen wir überhaupt eine Sache richtig zu bewerten? Wir haben ja auch da
den Maßstab verloren. Und woran liegt das? Das liegt am fehlenden Bewusstsein. Ja, wie arbeitet man an Bewusstsein? Ich glaube, es geht nur über den Weg nach innen. Und die Menschen sind zu viel im Außen. Ich finde, dass diese Systeme, die Cancel Culture anwenden, sich immer wieder austauschen werden. Ja, und dass es immer politische Lager sein werden, die abwechselnd das kontrollieren. Aber ich glaube, man muss sich frei machen davon. Und das geht nur über den geistigen Weg. Das geht nur über Spiritualität. Also ich möchte als YouTuber auch dabei helfen, dass durch unsere Botschaften die Menschen sich viel mehr mit sich selbst beschäftigen, sich selbst hinterfragen, ihren kritischen Reflex nicht verlieren bei der Bewertung von dem, was uns vorgesetzt wird. Und soweit es möglich ist, frei von der Macht, die auf uns ausgeübt wird, zu einer Wahrheit zu kommen. Und einen klaren Blick dafür zu entwickeln. Hunter I99 fragt, was wolltest du als Kind immer werden? Also die frühesten Aufzeichnungen in irgendwelchen Poesiealben, die sagen, dass ich Schokoladenfabrik-Mitarbeiter werden wollte. Die sagen, dass ich Rennfahrer werden wollte, weil ich wahrscheinlich damals Formel 1 oder so geschaut habe. Und dann diese typischen Traumberufe, die ein Kind hat, ne? Also Polizei, Feuerwehr und Pilot, Arzt, ja, sowas. GZMBA fragt, wieso wart ihr in Afrika? Das ist Gizem und sie fragt, warum wir in Afrika waren. Es kam eigentlich recht spontan. Bei mir hat sich Christoph Dillenburger gemeldet vom Blue Future Project. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Hat mir geschrieben, hat gesagt, er würde mir gerne ein Geschenk zuschicken zu Weihnachten. Da waren so Hoodies drin und ein paar Sticker und so weiter und eine Wasserflasche. Da habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann gelernt, okay, es gibt ein deutsches Unternehmen, was in Afrika, in Tansania vor allem, Wasserstationen aufbaut. Also diese Wasserstationen werden betrieben von tansanischen Frauen. Also die nehmen dieses Wasser aus dem Fluss, kontaminiertes, vergiftetes Wasser, tragen das zum Nanofilter, jagen das einmal da durch, es kommt sauberes Wasser raus, die verkaufen das, günstiger als Coca-Cola und sorgen dafür, dass diese Wertschöpfungskreisläufe geschaffen werden, dass Menschen nicht nur geholfen wird, indem man ihnen Geld gibt, ja, oder indem man ihnen Essen gibt, ja, wie das so oft passiert, sondern indem Jobs geschaffen werden. Und ich habe davon gehört. Mehr wusste ich erstmal darüber nicht. Und ich habe mich mit Christoph getroffen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Das war vom ersten Moment an sehr freundschaftlich und da haben wir gesagt, machen wir doch irgendwas zusammen. Nee, erst kam der Gedanke auf, ja, wir unterstützen euch mit so und so viel Euro im Monat, so habt ihr keinen Stress, weil wir hatten gerade viele Sponsoren verloren. Und da habe ich gesagt, nee, lass uns mal ein bisschen größer denken. Ich würde gerne eine Doku umsetzen über Afrika, also über Tansania, über eure Arbeit, aber über das grundsätzliche Problem, was da herrscht, von 37.000 Organisationen, die in Afrika helfen. Was tun die da eigentlich? Wem wird geholfen? Warum gibt es immer noch Armut in Afrika? Und wir sind dann hingeflogen und haben uns das angeschaut und haben eine Doku aufgenommen, die auf diesem Kanal erscheinen soll. Marcel 2000 fragt, wann kommt dein Buch? Ich warte auf das richtige Thema und auf den Verlag. Ehleriches fragt, wie stark ist die Opposition in Deutschland gesteuert bzw. kontrolliert? Also es kommt ganz auf den Grad der Rolle des Geldes in der Politik an. Also je mehr Geld eine Rolle spielt, je mehr Interessen von Eliten in einem Land da sind, desto mehr wird es Netzwerke geben, Stiftungen geben, die diese Parteien finanzieren. Und desto mehr wird es verdeckte Geldflüsse geben. Es gibt in Deutschland Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch, die versuchen, immer besser darin zu werden, diese verdeckten Geldflüsse sichtbar zu machen. Aber es ist natürlich leicht aus der Sicht derjenigen, die die Macht besitzen und die das Narrativ zeichnen und gestalten können, darauf Einfluss zu nehmen,
welche Rolle politische Akteure in einer Gesellschaft einnehmen sollen. Mit welchem Ziel? Mikkel Town fragt, was würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich raten? Also mit 13 hätte ich, glaube ich, auf keinen Rat gehört. Aber ich würde dem raten, nutz deine Zeit besser. Habe Vertrauen in dich selbst. Lass dich nicht unterkriegen. Lebe nicht das Leben von anderen. Und mach deinen Mund auf, lass nicht andere für dich sprechen. Okay? Ja.